achieved. Szó rakjuk maza. Wollen wir mal, werde euch das mal hier durch die Map führen und zeigen, was ich bis jetzt so in den Jahren alles gemacht habe. Seit 2008 arbeite ich an der Map, jetzt haben wir 2015, also praktisch gute 7 Jahre. Man hat ja sonst nichts zu tun, heute spielt das mal keine Rolle. Und zwar zeige ich euch erstmal die Funktionen, was man in diesem Spiel machen kann. Wir befinden uns hier erstmal in diesem Sandbox-Editor. Das heißt, damit kann man die ganzen Levels praktisch bearbeiten. So, die ganzen Striche, die ihr hier seht, und das hier und hier, die Lichter, das sind praktisch die Bearbeitungssymbole. Man kann die praktisch ausblenden und sieht das praktisch dann so aus. Aber wenn man arbeitet, muss man natürlich den ganzen Scheiß sehen. Sonst kommt man hier ein bisschen durcheinander. So, zapp. So. Hier haben wir praktisch einen Alien. Und hat halt hier auch seinen Sinn. Das zeigt dann euch praktisch dann zum Schluss im Game, wie es praktisch im Spiel aussieht. So. Dann wollen wir mal starten. Wie gesagt, das ganze Bearbeiten ist hier nicht gerade alles so easy, sag ich mal, aber man tut sein Bestes. Jetzt haben wir hier eine Bombe. Das müsste hier die Bombe sein, glaube ich. Ja. Mal probieren. Ja, das ist er. Fällt praktisch dann hier so runter. Ins Wasser, bumm, und das war's. Natürlich muss man hier auch alles bearbeiten, hier die ganzen Partikeleffekte. Muss dann alles abgepasst werden, abgestimmt werden. Oh. Das ist schon ein bisschen, wo man Zeit investieren kann. hier haben wir den Bomber. Dann müssen wir mal gucken, welcher das hier ist. Das müsste der hier hinten sein. Schauen wir mal. Ja. Der startet praktisch hier vom unserem Träger. Fliegt hier ein bisschen durch die Gegend. Ja, dann könnt ihr gleich selber gucken, was passiert. Fliegt da so schön seine Runden. Und dann knallt er voll mitten rein. Also schon ganz witzig. Also. So, gehen wir mal zum nächsten. Und zwar Bomber 1. Muss ich erstmal gucken, wo der ist hier. Der kann nur mit der hier sein. Ja. So, machen wir das hier halt mal auf. Ja. Und los jetzt. So, da wird natürlich dann gleich kommen. Da kommt er. Macht eine schöne Kurve nach oben. Zack. Und knallt dann praktisch ins Wasser. So, dann haben wir hier den Heli-Crash. Der ist praktisch hier hinten. So.
Dann wollen wir den hier auch mal starten. Der kommt praktisch von da oben. Und knallt dann praktisch hier auf dem Felsen. So, dann haben wir hier noch Plane. Also Flugzeug. Der stürzt dann einfach mal so ganz gemütlich hier ab. Auch sehr, sehr geil. Ja, Wasser ist hier orange. Gefällt mir eigentlich so am besten. Hier, riesen Titanic, die dann praktisch dann absäuft. Dann haben wir hier noch Flugzeug, was noch abstürzt. Starten wir mal. Die gehen wir schnell in das Haus. Da sieht man es am besten. Nicht spektakulär, aber es reicht. Ja, was haben wir hier noch? Ja, die Figuren haben hier auch eine schöne Animation, zeige ich später. Domino-Effekt hier. Der dann praktisch hier so lang geht. Immer weiter. Und endet dann praktisch dann hier. Was haben wir noch so schön? Wir haben so viele Tiere eigentlich, sag mal. Ja, hier haben wir ein schönes Haus, was ich eigentlich nicht zerschießen müsste, weil es sehr hardware-hungrig, sag ich mal. Und dann haben wir hier noch ein paar Spielchen. Ich setze hier auf Grafikkarte. Ja, ist halt eigentlich schön. Und wo ist es? Ja, hier noch ein paar Melonen. Die dann praktisch hier runterfallen. Hier ein paar Spielchen. Aber wie gesagt, ich zeige euch schon alles später mal im Spiel. Das hat ja alles auch seinen wirklichen Sinn. Ja, mit Team bin ich noch nicht so fertig. Sollte mal ein Sprungturm werden, aber muss ich mal schauen. Also wirklich sehr detailliert hier gemacht, eigentlich. Alles. Es gibt eine Tagversion, eine Nachtversion. Es gibt hier einiges zu tun. Also es ist wirklich sehr viele Spielereien, was man hier machen kann. Hier mal ein paar Kisten mit Benzin, sag ich mal. Könnt darauf schießen, dann brennt er, dann fällt runter, dann zerfallen die Kisten oder zerspringen. Hier mal ein paar Animationen. Und mein Favorit hier ist praktisch, war praktisch mein Teich oder See, wie man den nennen kann hier. Ich werde hier mal kurz mal umändern. Den kann ich ja hier zumachen. Ja, aber es gibt auch einen Tag-Nachtwechsel. Alles mögliche. So, und wenn ich praktisch jetzt hier rausnehme, dann sieht das praktisch so aus. Also sieht schon sehr geil aus. Hier haben wir ein paar Tierchen überall rumlaufen. Frösche, Fische, Krabben.
praktisch alles Mögliche. Hier haben wir ein paar Schildkröten. Ja, und das habe ich hier heute gemacht. Das soll irgendwie ein Abstellplatz werden, aber noch nicht fertig. Hier ein paar Container, Müllcontainer, Autofracks, hier haben wir ein Klo. Hier drin wird noch nicht fertig. Ja, Bagger, Container. Praktisch sind hier praktisch schon Partikeleffekte. Die kann man auch sehr, sehr schön praktisch gestalten. Hier haben wir praktisch einen Steak. Nicht Steak zum Essen, sondern einen Steak. Auch noch nicht fertig. Ja, und das kommt alles noch, sag ich mal. Von oben sieht es so aus. Oder? In der Wolken. Wollten wir nicht. So sieht es von oben aus. Und wenn man praktisch dann wegnimmt, sieht es dann so aus. Wenn man praktisch hier was bearbeiten will, dann hat man hier eine schöne Funktion. Was nehme ich jetzt mal hier zum Beispiel? Nehmen wir jetzt mal hier irgendwas. So, dann wählt man das aus. Und dann kann man das praktisch dann auch so platzieren, wie man es gerne möchte. Haben wir hier noch ein gutes Beispiel irgendwo? Was haben wir hier? Kanister zum Beispiel. Wenn man will, kann man darauf hinweisen, dass es hier praktisch eine Tankstelle ist. So. Aber man kann hier schon einiges machen. Ich zeige euch erst einmal die Nachtversion. Die sieht dann praktisch so aus. Und mal warten, bis es dunkel wird hier noch. Ja, wird halt eine Stunde. Jetzt. Also in der Nacht sieht es eigentlich auch sehr, sehr geil aus. Gerade mit den Flugzeugabstürzen und so weiter und so weiter. Und die Lichteffekte natürlich. So. Ja, so sieht's. Sieht's erstmal aus. So sieht es schön aus, schlicht. Aber wenn man sich dann das hier anguckt, ist das dann doch schon eine kleine Arbeit. Gut, dann speichere ich hier mal kurz ab. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz das Ingame. Also, viel Spaß. Da haben wir jetzt ein Alien gesehen. Flugzeug stürzt ab. Hier haben wir ein Kampfflugzeug, was abstürzt. Da kommt ihr Flugzeug. Hier haben wir auch den Riesenteich, den ich euch schon gezeigt habe. Ja, und so sieht es dann im Spiel aus. Das war nur der Video. Aber später
zeige euch dann das Spiel in Hopke. Maximales Tempo. Ja, schwimmen wir mal kurz dahin. Und dann war das eigentlich erstmal. Na komm, noch schneller. Ja, im Spiel sieht es dann los. Im Editor. Eigentlich schön farmfroh. Und hier. Oh, hoppala. Oder Baumstamm. Maximale Stärke. Sieht es so aus. Ja, zeig ich das mal am Tag nochmal schnell. Ja, so sieht es dann aus. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, reingehauen. Bis später.